Er hat dieses Dekret unterschrieben, das sollte eigentlich ein Militäreinsatz sein. Bis zum Ende des Monats, bis zum 31. Mai, sollte das Militär im Bundesdistrikt, also das ist der Distrikt um die Hauptstadt, das Bundesland sozusagen um die Hauptstadt rum, Brasilia und in Brasilia selbst, die offiziellen Einrichtungen schützen vor den Demonstrierenden. In diesem Kontext vor 2, 3 Tagen waren eben 35.000 Demonstrierende in Brasilia, um gegen die verschiedenen Reformen zu demonstrieren und einfach für die Absetzung des Präsidenten zu demonstrieren im Endeffekt. In Brasilien weckt das natürlich schnell Erinnerungen an die Militärdiktatur, die erst Ende der 80er Jahre zu Ende gegangen ist. Und es war auch nachher ein großes Galama, wer diesen Militäreinsatz eigentlich gefordert hat oder nicht. Der Regierungssprecher hat erst ein Regierungsmitglied bezichtigt, sozusagen sagt, ja, er hat das mitgefordert, und dann hat der Temer das irgendwie unterschrieben, also der Präsident. Und der bezichtigt wurde, das zu machen, hat gesagt, nein, er hat den Einsatz der Bundespolizei gefordert, nicht des Militärs. Also den Schuh wollte sich so schnell keiner anziehen. Das hat auch im Endeffekt dazu geführt, dass der Militäreinsatz dann 17 Stunden nur gedauert hat. Also diese Erinnerung an die Militärdiktatur war einfach zu krass. Vor allem, wenn man halt vor dem Hintergrund sieht, das Thema in einem sehr undurchsichtigen Verfahren, das viele auch als Putsch bezeichnen, an die Macht gekommen ist und dass viele die Demokratie an sich in Brasilien eben sehr in Gefahr sehen. Also sie ist in einer großen Krise, das ist objektiv wahr, das ist objektiv richtig. Inwiefern sich die Institutionen noch so weit kontrollieren können oder nicht, das zeigen die aktuellen Prozesse gerade. Also der Militäreinsatz eher als ein blöder politischer Fehler, und man kann nicht davon ausgehen, dass das jetzt so schnell wieder vorkommt oder ausgeweitet wird. Naja, er zeigt die politische Schwäche der Regierung auf jeden Fall. Also Thema ist wahnsinnig in die Kritik, also ist schon lange in der Kritik seit diesem Impeachment-Verfahren, das eben viele als Putsch bezeichnen. Er hat da viele Reformen angegangen im Sinne von, irgendwie hat die Ministerien auf die Hälfte reduziert. Gab's das ganze Jahr über, gibt es schon Proteste. Jetzt gab es eben am 28. April den größten Generalstreik seit Jahrzehnten in Brasilien, also wo das Land wirklich stillstand. Und seitdem hören die Proteste im Endeffekt auch nicht auf. Und jetzt mit diesem Leak von diesem Telefongespräch, in dem er mit der größten war einem der, nee, ich glaube, das ist schon der größte Fleischexporteur des Landes, der von der JBS telefoniert und irgendwie halt sagt, ja, okay, lass uns den Eduardo Cunha, den alten Parlamentspräsidenten, schmieren, dass er die Klappe hält und nicht uns auch noch in den Dreck zieht. Seit diesem Telefonleak werden die Rücktrittsforderungen halt noch stärker, und ein Teil seiner Regierungskoalition ist aus der Regierung ausgeschieden, und das oberste Wahlgericht hat Nachforschungen gegen ihn eingeleitet und so. Also die Krise ist jetzt einfach noch schlimmer geworden, und dieser Militäreinsatz symbolisiert einfach, wie schwach, auf was für einem schwachen Boden der sich eigentlich bewegt, diese Regierung. Bevor wir zu den Vorwürfen gegen Thema kommen, noch mal ganz kurz eben zu diesem Militäreinsatz. Hast du denn schon was erfahren über die Folgen oder über den Verlauf dieses Einsatzes? Gab es Zusammenstöße? Wurden Menschen verletzt? Wie ist das Militär vorgegangen? Ja, also die Proteste in Brasilia waren dieses Mal sehr viel radikaler, wie jetzt zum Beispiel im Generalstreik. Im Generalstreik ging es vor allem darum, das Land stillzulegen, auch die Betriebe und den öffentlichen Nahverkehr zu blockieren und so. Es gab dort auch, die Berichterstattung war auch immer von irgendwelchen radikalen Jugendlichen oder radikalen Banden, die dann auch irgendwie also Straßenbarrikaden anzünden und so. Aber diesmal war es einfach sehr viel emotionsgeladen. Also sie sind ja ins Landwirtschaftsministerium eingedrungen, haben dort im Keller Feuer entfacht, haben im Kulturministerium Computer aus dem Fenster geworfen, haben verschiedene Ministerien angegriffen. Es gibt ja nicht mehr so viele, hat ja die meisten abgeschafft, der Thema. Das heißt, die Proteste waren viel radikaler, und natürlich gab es dort auch Antworten der Polizei mit irgendwie Tränengas, Gummigeschossen, und der Globo, also die großen Medien haben auch berichtet von scharfer Munition, die eingesetzt wurde, aber ich weiß nicht, ob es vom Militär oder von Bundespolizei war. Es gibt Verletzte, gibt es eigentlich fast immer bei diesen Protesten, aber ich kann jetzt nichts konkret zu den Ausmaßen sagen. Das ist ja auch immer die einen reden von so vielen Verletzten, die anderen von so vielen. Also es ist schwierig, da Zahlen zu nennen. Die Proteste richten sich ja, abgesehen von den Korruptionsvorwürfen, auch gegen die geplante Arbeitsrechtsreform und Rentenreform. Kannst du etwas dazu sagen, was mit diesen beiden Reformen verändert werden soll und warum es diese starken Proteste gibt? Also diese beiden Reformen sind eben zwei große Pakete, die aber auch nur das Fass zum Überlaufen bringen. Also wie gesagt, die hat unglaublich viele Ministerien abgeschafft. Also eins davon war das Ministerium zur ländlichen Entwicklung, das diese ganze Umverteilung vom Land gemacht hat. Das Frauenministerium für Gleichberechtigung wurde auch abgeschafft, also weil man hat nur Männer in die Regierung benannt.
Es gab schon sehr lange sehr viele Proteste. Diese beiden Proteste sind sehr tiefgreifend und was er halt immer macht, ist, er macht im Vertrieb Zusätze zur Verfassung. Also es ist nicht nur irgendein Gesetz, das er erlässt, sondern man braucht nachher auch sehr große Mehrheiten, um diesen Spieß wieder zurückzudrehen. Konkret bei diesen beiden Gesetzesvorschlägen, bei der Reform der Rentenpolitik, der Rentenreform, da soll es darum gehen, das Renteneintrittsalter von 35 Beitragsjahren auf 49 anzuheben. Was in Brasilien arbeiten sehr viele in der informellen Ökonomie, das heißt, leisten im Endeffekt keine Beiträge zur Rentenversicherung. Insbesondere Frauen werden es kaum schaffen, auf diese 49 Jahre zu kommen, wenn sie Familie gründen, Kinder haben. Gerade sie sind viel in diesem informellen Bereich unterwegs, was schwierig ist, einen Sozialversicherungsjob, pflichtigen Job überhaupt zu bekommen. Das heißt, de facto schließt er Millionen von Menschen von der Altersvorsorge aus. Man muss natürlich auch sehen, dass in Brasilien die durchschnittliche Lebenserwartung 10 Jahre geringer ist wie bei uns. Also wenn man diese Renteneintrittsaltergeschichten immer vergleicht, dann kann man ja sagen, ja gut, bei uns ist es ja auch 65, was jetzt auch nicht toll ist. Ne? Man muss ja auch nicht immer sagen, uns ist scheiße, dann können die anderen auch scheiße haben. Aber die Lebenserwartung ist dann einfach 10 Jahre jünger. Das heißt, ihr könnt bei uns mit 75 könnt ihr euch das mal eintragen und dann sind wir ungefähr bei einem Vergleich, der dann immer noch hinkt natürlich. Aber also de facto werden da ganz viele von der Rente einfach ausgeschlossen in Brasilien, die ja auch an sich dann nicht hoch ist, wenn man sie denn bekommen sollte. Bei der Arbeitsmarktreform geht es vor allem darum, dass auch öffentliche, also dass die Rechte der Arbeiter total beschnitten werden. Es gibt, die Freistellung erleichtert werden, also dass Leute viel einfacher entlassen werden können. Es soll im Prinzip überall, auch im öffentlichen Bereichen, die Auslagerung an Dritte, Outsourcing an Dritte erlaubt werden, so dass halt auch dort die Arbeitnehmerinnenrechte völlig dem Kapital ausgeliefert werden. Und die Rechte der Gewerkschaften zur Versammlung und zur Organisation von Streiks sollen massiv beschnitten werden. Und das ruft natürlich große Proteste hervor in einem Land, das jetzt gerade von sehr viel Arbeitslosigkeit auch heimgesucht wird und das in einer ökonomischen Krise steckt. Also viele haben da schon Probleme. Und was wir jetzt gesehen haben, so die letzten Nachrichten heute Morgen waren dann in Rio Grande do Norte sind 90 Insassen eines Gefängnisses ausgebrochen. Das erinnert mich schon so fast an die Zustände in Ägypten damals, als Mubarak angegriffen wurde und auch einmal abgesetzt wurde. Da wurde dann auch versucht, am Ende, so eines der letzten Zuckungen des Regimes war dann, die Gefangenen freizulassen, um Chaos zu provozieren, wo dann viele Leute sagen, okay, dann brauchen wir halt doch noch irgendwie das Militär oder generell, in dem Fall war es ja wirklich eine Militärregierung, die irgendwie Ordnung schaffen. Und na klar, Brasilien und Gefängnis ist nochmal ein ganz anderes Thema. Es gab ja auch doppelt sehr, überbelegt, sehr diesem ganzen Land über 600.000 Insassen für Gefängnisse mit Kapazität von 350.000. Das ist nochmal ein anderes Kapitel. Mhm. Dazu vielleicht ein andermal. Es gab auch sehr gewalttätige Proteste innerhalb von Gefängnissen. Ja, die werden auch vom organisierten Kriminalität regiert, diese Gefängnisse. Und da ja, das ist eigentlich eine, also das Gegenteil von Rehabilitation findet dort statt. Das ist eine Brutstätte der Kriminalität. Also selbst Leute, die, also man muss dazu sagen, ein Drittel der Insassen der Gefängnisse ist nicht mehr rechtskräftig verurteilt. Die sind im Prinzip in Untersuchungshaft und kriegen aber teilweise nie ein Verfahren. Aber sobald du dort reinkommst und am besten noch unschuldig bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du danach kriminell bist oder wirst, sehr viel höher. Wie konkret stehen diese Reformen bevor? Also du hast gesagt, es wird schwierig, sie wieder abzuschaffen, weil sie dann Verfassungsrang bekommen. Ist es entsprechend schwierig, auch sie einzuführen oder fehlt da nicht mehr viel? Also da fehlt nicht mehr viel, weil die, also der nach dem, selbst die Wahlen 2014 hat Präsident Dilma ja noch gewonnen, aber der Kongress und das Parlament, das in diesen Wahlen mitgewählt wurde, ist eines der konservativsten der Geschichte Brasiliens. Frauenanteil ist historisch schlecht. Also es stehen, glaube ich, im Vergleich der von 190 Demokratien stehen sie auf dem Platz 154 Brasilien, was die Repräsentation von Frauen angeht. Da werden ganz viele Dinge zurückgetreten, auch reproduktive Rechte. Also in Brasilien ist die Abtreibung bei im Falle von Vergewaltigung oder bei Bedrohung des Lebens der Mutter erlaubt. Offiziell in der Praxis umzusetzen, die Abtreibung jemanden zu finden, der es dann wirklich macht, ist trotzdem schwierig. Aber selbst diese Mini-Zugeständnisse, die seit 74 existieren, wollen sie wieder zurückdrehen. Gerade gibt es eben diese Fraktion der Boi Balai Biblia, also von den Landbesitzern, den evangelikalen Kirchen oder den Gläubigen und der Waffenfraktion, die haben eine große Mehrheit in dem Kongress und die würden das auch wahrscheinlich durchsetzen. Jetzt der
als dieser Militäreinsatz eingeordnet wurde an diesem Tag, da war im Prinzip Brasilia war ja belagert. Also da waren Proteste, eben auch diese relativ radikalen Proteste draußen, wo halt wirklich öffentliche Einrichtungen auch angegriffen wurden. Und der Senat und das Parlament haben einfach versucht, Business as usual zu machen. Also die Debatten in Anführungszeichen weiterzuführen, aber halt diese Gesetze so schnell wie möglich durchzudrücken. Und da gab es auch wieder Handgreiflichkeiten im Parlament. Die Opposition hat einen Banner entrollt, VH-Thema. Und dann gingen die Abgeordneten der Regierungsfraktion auf die los, haben das Banner rausgerissen. Und die Verhandlung musste dann im Endeffekt unterbrochen werden. Als es dann die Sitzung weitermachen wollten, kam dann diese Ankündigung des Militäreinsatzes, dann ging es wieder hoch her. Also es ist von den Mehrheitsverhältnissen eigentlich nicht schwierig, diese Gesetze für die Regierung durchzubringen, groß. Natürlich versucht in diesem korrupten politischen System Brasiliens jede Partei und jeder Abgeordnete dann noch seine Schäfchen ins Trockene zu bringen und zu sagen, okay, ich stimme diesem Ding zu, wenn gewisse Vergünstigungen irgendwie gewährt werden. Deswegen dauert es ein bisschen länger mit der Verabschiedung, aber die Basis haben sie im Endeffekt. Und eben, sie versuchen jeglichen Protest außerhalb zu ignorieren und ihre Sachen durchzubringen. Du hast es vorhin schon gesagt, es wurde unter anderem ein Gebäude des Agrarministeriums angegriffen, des Kulturministeriums, anderer Ministerien. War das Ausdruck von einem Protest gegen die Regierung im Allgemeinen oder wurden da auch Ministerien aus bestimmten Gründen gezielt ausgesucht? Also beim Kulturministerium ist es wahrscheinlich das Schwierigste herauszufinden, warum sie das angegriffen haben. Ansonsten wäre die Liste wahrscheinlich relativ einfach zu führen. Warum jetzt das Agrarministerium? Also der, eben einer dieser großen Fraktionen in dem Parlament ist eben diese Kuh- oder Boy-Fraktion, wo eben die großen Landbesitzer drin sitzen. Und früher, vor Thema, gab es zwei Ministerien, die für Landwirtschaft zuständig waren. Eins für die agrarische Entwicklung. Das war sozusagen eingeführt von der PT, so ein bisschen auch im Zuge der Solidarität mit dem MST, dass eben öffentliche Länder umverteilt werden, Programme entwickelt werden, wie Kleinbauern gefördert werden. Also zum Beispiel wird Schulessen zu einem bestimmten Prozentsatz von kleinbäuerlichen Kooperativen eingekauft und so weiter. Dafür war dieses Ministerium für ländliche Entwicklung zuständig. Das wurde sofort abgeschafft nach der Regierungsthema. Und was übrig blieb, war das Landwirtschaftsministerium, das von der Agrarindustrie dominiert wird, das auch für die Großteil der Landkonflikte im Land zuständig ist. Also wenn es darum geht, in Grosso do Sul, wie wir gerade einen Vortrag hatten, Anfang Mai von Ladio Verón, wo im Prinzip ein gesamter Bundesstaat seit den 70er Jahren abgeholzt wurde, heute nur noch Soja und Agrarindustrie da ist, die indigene Bevölkerung von 3,5 Millionen auf 45.000 dezimiert wurde innerhalb der letzten 40, 50 Jahre. Ne? Also wir reden jetzt nicht von 500 Jahre vorher, irgendwie Cortés landet in Lateinamerika und bringt die Indigenen um. Das ist nicht lange her. Das war die Militärdiktatur in Brasilien. Und diese Beneficiarius, also Menschen, die damals profitiert haben von diesem Landraub, die sitzen heute im Parlament und verteidigen ihre Pfründe und ihre Kammer ist das Agrarministerium. Also da gibt es schon viele Gründe, das auch anzugreifen. Ganz kurz noch, die Sendung geht in 5 Minuten zu Ende, noch zu den Korruptionsvorwürfen gegen Thema. Du hast schon gesagt, es geht, also die Empörung ist jetzt nochmal hochgekocht, als ein Telefonat bekannt wurde mit einem großen Fleischkonzern, wo es um Schmiergeld geht. Ich erinnere mich, dass du schon bei unserem letzten Gespräch, da ging es noch um die Amtsenthebung von Dilma Rousseff, gesagt hast, dass auch gegen Thema Korruptionsverdacht besteht. Was wird ihm denn konkret vorgeworfen? Was soll er gemacht haben? Also er taucht in verschiedenen Listen auf. Das Ding ist, in diesem konkreten Vorwurf mit diesem Basamento geht es darum, dass dieser Konzernchef steht natürlich unter, Wesley Batista steht unter Korruptionsverdacht und in Brasilien gibt es die Kronzeugenregelung, die den Angeklagten bei voller Kooperation und Auslieferung weiterer Krimineller oder im Endeffekt eine Haftminderung garantiert. Und in diesem Sinne hat dieser Wesley Batista eben versucht, oder hat dieses Telefongespräch aufgenommen, indem er ihm gesagt hat, okay, wir haben hier ein Problem, wir wissen ja, also du weißt, dass wir mit Cunha und so weiter haben damals Schmiergeldzahlungen veranlasst, um gewisse Entscheidungen durchzubringen, die Wahlkampffinanzierung war illegal und jetzt ist der Cunha eben in Haft und jetzt müssen wir ihn irgendwie zum Schweigen bringen sozusagen, müssen ihm Geld anbieten, damit wir nicht auch völlig den Bach untergehen. Und dann hat der Thema das eben gut geheißen. Er hat irgendwie gesagt, okay, ja, müssen wir halt machen. Der muss bestochen werden. Und das wurde aufgezeichnet im Endeffekt. Also das ist der konkrete Vorwurf, der es im Moment ist. Er taucht aber auch in verschiedenen Listen auf, die im Vorfeld schon geleakt sind. Aber als Präsident ist es schwierig, gegen ihn überhaupt
einen Prozess zu machen. Das kann nur ein Gericht entscheiden, ob dieser Prozess überhaupt eröffnet wird oder nicht. Und deswegen sind diese anderen Vorwürfe groß nicht behandelt worden bisher. Wenn Thema gestürzt wird, würde das denn zurzeit wieder eine politische Wende zum Besseren vielleicht sogar bedeuten oder einfach nur einen Austausch von Köpfen? Ja, das ist schwierig zu sagen gerade. Da sind sie auch, die Verfassungsrechtler sind da am Tüfteln, wie man überhaupt jetzt Neuwahlen ausrufen könnte. Also, dass die Forderungen der sozialen Bewegungen sind, Direktwahlen jetzt, direkt déjà. Und aber erstmal konstitutionell, wenn er jetzt abgesetzt werden würde, gibt es wieder weitere, die in der Rangfolge nachfolgen, die für die sozialen Bewegungen nicht keinen großen Unterschied machen. Oder was auch möglich wäre, wäre eine indirekte Wahl durch die Kammern der Parlamente. Aber wie ich schon gesagt habe, dieses Parlament ist erzkonservativ, die werden wieder einen aus ihren Reihen wählen. Also, dass das nichts wird, ist klar. Ob man mit Direktwahlen einen Präsidenten oder eine Präsidentin ins Amt nimmt, die diese Korruption wirklich effektiv Einhalt gebieten wird, das ist auch noch weiter eine große Frage. Aber dass aus diesem Sumpf nichts Neues entsteht, ist auf jeden Fall klar.